Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing auf Dunkelheim. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gestern wollte tatsächlich, ich kann es kaum glauben, der Vogel mit Maske aussteigen. Genau, aussteigen aus Dunkelheim. Ja. Das, wahrscheinlich sitzt er jetzt auf Kisten. Das wird uns jetzt die liebe Melinda in ihrer Inseldurchsage hoffentlich sagen. Also, leg los, Melinda. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, 27. Juni, hier auf Dunkelheim. Hier nun das Neueste für heute. Morgen verabschieden wir uns auf Dunkelheim von unserem Freund Lukas. Es ist kein leichter Abschied, aber wir wünschen ihm Glück bei seinem nächsten Abenteuern. Schaut heute nochmal für ein letztes Gespräch bei ihm vorbei und nehmt vielleicht Taschentücher mit. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ja, das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge einen Bewohner suchen. Da freue ich mich drauf. Und wir verschieben dann die Bewohnersuche für den neuen Bewohner auf einen anderen Tag. Und ich muss heute leider ein bisschen mein Handy im Auge behalten. Ich habe nämlich gerade einen Facebook-Post kommentiert. Da werden die Rüben für 600 Sternis verkauft pro Rübe. Und ja, ich bin zwar noch, glaube ich, relativ weit hinten, aber das ein bisschen im Auge zu behalten, ist ja nicht verkehrt bei so einem Rübenpreis. Oh, guck mal, da hinten ist auch jemand mit einer Sprechblase. Da gehen wir zuerst mal hin. Aussehen kann er ja nicht wollen. Benjamin, was ist denn los? Mir fehlt beim Training in letzter Zeit ein bisschen die mentale Frische. Vielleicht könnte mich ein Besuch in deiner Bude ganz allgemein ein bisschen anspornen. Na gut. Los geht's. Wer schneller da ist? Also ich bin schneller da, ich sage es dir. Ich habe die Laufschuhe an und die Rollschuhe auch. Ha, siehst du, habe ich doch gesagt, ich bin schneller da. So, lieber Benjamin, ich möchte aber auch spielen. Hör niedriger, bitte. Ich habe dir was mitgebracht. Eine Brille. Ich hoffe, sie gefällt dir. Mhm. Ich glaube nicht, aber danke. Ja, ich will ein Spiel spielen. Ja. Ein Kochoutfit. Mhm. Die 7. Die 7. Ob es höher, niedriger... Was wäre es eigentlich, wenn es jetzt die gleiche Zahl wäre? Ich glaube, sie ist niedriger. Ja, sag ich doch. Also, das Kochoutfit. Vielen Dank. Ob das schon als Cardio-Training zählt? Ja, bei dem Adrenalinstoß auf jeden Fall. So, mit einem Trainingsgerät wäre sie allerdings noch viel wohnlicher. Ja, ja, gut, das habe ich nicht. Ich habe... Oh, ich habe mein Inventar nicht aufgeräumt. Die kommt erstmal ins Lager, weil die kenne ich schon. Sammelalbum. Das habe ich, glaube ich, auch gekauft. Das kann ins Lager. Genau, der Rest kann alles verkauft werden. Ich habe den Lagerschrank hergestellt. Endlich. Ich habe mich sehr gefreut. Das heißt, wenn wir dann Bewohner suchen, muss ich wieder ein bisschen Holz mitnehmen, weil ihr seht... Achso, ja. Ihr seht hier... Ich habe nicht mehr viel Holz. Das ist fast alles weg. Ich brauche unbedingt Holz. Ich habe nur noch Weichholz. So, Benjamin, jetzt ist aber Schluss. Dein Buch musst du leider zu Hause lesen. Ja. War schön mit dir, Benjamin. Aber jetzt müssen wir leider unser Tagewerk verrichten. Wir sind hier ja very busy unterwegs. So, gucken wir mal in den Briefkasten. Oh, da haben wir sogar Benjamin. Du magst doch auch Geheimnisse, oder?
Ich habe ein mysteriöses Fossil gefunden, wobei mir bei dem schleierhaft ist, wo da mal die Muskeln dran waren. Ich schick's dir, damit du miträtseln kannst. Okay, das andere sind nur diese Partygirlanden, die ich bestellt habe. Ein Ammonit. Die lassen wir erstmal im Briefkasten. Die will ich nämlich für die Bäume haben hier. Und dazu müssen wir. Also diese Teile hier habe ich bestellt, ne? Genau, und das wollte ich gerne hier drüben haben. Dazu müssen wir aber erst hier die Baumzucht hinpacken. Aber ich dachte, bestellt ist es schon mal. Ja. Die Frage ist jetzt, ob das jetzt das letzte Fossil ist, was uns fehlt. Nee, aber ich glaube, wir brauchen immer noch T-Rex-Sachen. Also da habe ich aufgepasst, den habe ich nämlich nicht bekommen. Etwas stiften. Okay, also das ist nicht das letzte. Das wäre ja krass. Kriegst du das letzte Fossil von einem Bewohner geschenkt? Das wäre ja echt. Das wäre interessant. Aber, naja. Okay, dann gucken wir doch mal. Ich weiß auch gar nicht, wer heute hier ist. Und was unsere Aufgaben sind. Gucken wir mal. Bastle Sachen. Hier ist die Blumen. Okay. Wir gehen erstmal shoppen. Und verkaufen erstmal unseren Kram, dass das weg ist. Was ist das denn? So ein Computertisch können wir gebrauchen. Den nehmen wir mit. Was kostet der denn? Ja, den nehmen wir mit. Den kann ich gut gebrauchen. Wir fragen erstmal nach den Rübenpreisen. 72 Sterlings. Okay, das wird, glaube ich, auch nichts mehr. Dann verkaufen wir doch mal. Neonschild. Das ist der Tisch, die Sonnenbrille und das Kochoutfit. Das brauchen wir alles nicht. So, vielen Dank. Tschüss, ihr beiden. So, dann habe ich nämlich mit den Ameisen. Übrigens, das hat super funktioniert. Ich habe die Rüben hier hingelegt und zack, waren hier Ameisen. Also richtig gut und vielen Dank für den Tipp. So, genau. Die Holzschränke habe ich platziert. Und ein bisschen was dekoriert hier. Es ist nicht viel. Aber ich fand es trotzdem ganz süß, wie das aussieht. Hier soll da noch so ein Schiff hin. Genau, das ist so der jetzige Stand. Habe ich mal ein bisschen was aufgeschrieben. Mir gefällt das gut. Also mit den Lagerschränken, das hat mir auf dem Bild schon sehr gut gefallen. Und ich finde, das ist überhaupt ein sehr hübsches Item. Schade, dass es wirklich so dermaßen teuer ist. Gut, dann gucken wir doch jetzt mal. Was wir so finden. Oh nee, das will ich nicht. Und ob sich. Ach, nee, daneben. Ob sich vielleicht jetzt mal ein Blümchen vermehrt hat. In der richtigen Farbe. Oh, man könnte ernten. Ich weiß gar nicht, was mir hier noch fehlt. Ehrlich gesagt. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Na gut. Ich habe schon mal keine richtige Farbe. Auch keine richtige Farbe. Hier warte ich ja noch auf die schwarzen. Ich müsste ich das Konzept auch nochmal überdenken. Vielleicht mache ich doch. Oh, guckt mal, Rainer ist da. Hier ist auch nichts. Hier fehlen mir noch blaue. Hier habe ich alle.
Hier fehlt mir, glaube ich, auch noch eine ganze Reihe. Hier fehlen mir auf jeden Fall noch grüne. Naja. Na gut. Dann sagen wir doch mal Rainer Hallo und gucken, was es da gibt. Nachdem ich jetzt eh keine Schaufel mehr habe. So eine Colaflasche. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was ist das? Irgendwie sieht das eklig aus. Lebensmittelschalenset. Nee. Nee, ich glaube, das ist nichts für uns. Aber das ist auf jeden Fall ein Original, das sehe ich. Ich weiß nur nicht, ob ich es schon habe. Wir nehmen es mal mit. Mal gucken, vielleicht haben wir es ja schon. Gut. So, tschüss, Rainer. Vielen Dank. Dann runden wir doch jetzt unsere Shopping-Tour ein bisschen ab. Und gehen noch in die Schneiderei. Zwischenzeitlich muss ich mal ganz kurz mein Handy checken. Aber, nee, hat sich noch nichts getan. Es wäre natürlich cool, wenn wir das noch auf Video machen könnten. Aber naja, das ist nicht so schlimm. Ich meine, jeder weiß ja, wie Rüben verkaufen funktioniert. So. Dann gehen wir uns erstmal eine neue Schaufel kaufen, sonst vergesse ich das nämlich wieder und laufe da wieder hin. Ihr kennt mich. Ich meine, 600. 600 Sternis sind schon echt gut, ne? Das wäre schon echt ein sehr großer Gewinn. Naja. Wir werden sehen. Wir kaufen erstmal eine Schaufel. So. Oh, was ist denn mit dir los, Katharina? Getränkeflasche, überall im Netz redet man davon. Da hat man einmal eine Flasche, ja, und jeder will sie haben. Hätte ich das gewusst. Na gut, wir können sie ja nachbestellen. Wenn sie sich so freut, dann tauschen wir doch mit ihr. Na gut. Süß. Okay, da haben wir noch ein Fossil. Und jetzt geht's in die Schneiderei. Schaut mal, da hinten waren schon wieder Ameisen. Oh, da war eine Fliege. Ich habe die Fliege gesehen. Oh nein. Oh nein. Ob sie noch da ist? Habt ihr sie auch gesehen? Ich habe sie nur gerade ganz kurz. Es tut mir leid, liebe Tina. Ich komme sofort wieder. Ich habe deine Fliege gesehen. Vielleicht ist sie noch da. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist nicht mehr da. Oh nein. Ah, ärgerlich. Na gut, dann wieder zurück. Was ich heute bestellen muss, sind auf jeden Fall so ein paar Straßenlaternen, die fehlen mir auf jeden Fall noch. Die würde ich gerne noch ein bisschen bestellen. So, hallo. Ja, ich möchte wissen, was es so gibt heute. Jeansjacke, ja. Hose. Kleidchen haben wir schon.
Dieses Kleid finde ich auch mega hübsch. Dieses, naja. Ja, nee, ist leider nichts für mich dabei. Mir dieses Kleid mitnehmen und vorne hinstellen? Aber wir bräuchten ja eigentlich ein Herrenoutfit. So ein Anzug oder so. Eine Tweedjacke? Welche Farbe haben wir denn gerade vor der Tür stehen? Aber nee, ich glaube, das ist auch nicht passend. Nee, nee. Zeigen wir noch schnell. Susina, hallo. Dienstage ziehen sich hin wie Kaugummi, finde ich. Nee, das ist mit Montagen so. Deshalb muss ich mich umso mehr konzentrieren. Sonst produziere ich womöglich an einem Dienstag Montagsware. Okay. Nee, du kannst sie leider nicht tragen, liebe Froni. Gucken wir nochmal auf das Handy. 9. Nichts passiert. Schade. Okay, ach, jetzt wollte ich gucken, welche Farbe. Wir haben Blau. Hier bräuchte man eigentlich echt irgendwas Schönes noch. Was habe ich denn eigentlich jetzt noch hier? So, das muss hier hin. So, und wisst ihr, was ich jetzt hier machen kann? Ich kann jetzt ja einfach. Nee, so. Einfach hier den Lagerschrank platzieren und etwas rausnehmen und etwas wegpacken. Das ist super. Okay, der kann weg. Und jetzt hol. Nein. Nein, das war nicht geplant. Ich wollte etwas rausholen. Oh, bei mir wird gehämmert. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Klamotten. Dann machen wir nämlich jetzt noch eine Runde Sport. Ich hatte doch so einen Turnanzug. Wo ist der denn? Ich muss mir vielleicht auch mal so einen Stab einrichten. Oh, das muss ich verkaufen. Das habe ich doppelt. Hä? Wo ist denn der Turnanzug? Sehe ich ihn wieder nicht? Dann machen wir alphabetisch. Habe ich den verkauft? Na gut, jedenfalls ist er nicht da. Dann brauchen wir unser Sportshirt. Und eine Sporthose da. Oh, und Schuhe brauchen wir ja auch. Oh Gott, etwas rausholen. Schuhe. Mir fehlen Schuhe. Sportschuhe. Hier. So, Fitness-Top müssen wir uns hier mal umziehen. Laufshorts und die Schuhe. Passt doch ganz gut. Das Püppchenkleid muss hier runter, weil hier muss ja der Lagerschrank wieder hin. Der muss jetzt einen festen Platz bekommen. Okay. Seid ihr bereit? Für die Gruppengymnastik. Gymnastik. Und wir, es machen nicht alle mit. Wird hier jetzt gedehnt. Beginnen. Moment, ich will ein Foto machen. Da. Sehr gut. Links nach oben und die Arme nach oben. Und noch einmal. Und noch ein Stückchen weiter. Die Fingerspitzen zum Himmel. Und jetzt kreisen wir mit den Schultern. Usina macht auch mit. Guckt mal. Ich finde hier die Sportoutfits von Nepp und Schlöpp finde ich eigentlich am besten. Oh, ich habe so schnell so viel
nach den Outfits geguckt, dass ich irgendwie, ja, aus dem Takt bin. Und noch einmal nach rechts. Und zweimal nach links. Und nach oben für die schrägen Bauchmuskeln. Und nach unten natürlich dehnen wir uns auf. Wir dehnen natürlich auch unsere unteren Bauchmuskeln, die ich gerade anscheinend nicht kenne. Mein Rhythmusgefühl ist vollkommen on point, würde ich sagen. Und der Ampelmann natürlich fürs Cardio-Training. Hallo? Hallo, ich will auch. Und jetzt kommt der Cooldown. Einmal noch strecken. Und dabei ein bisschen entspannen. Und das war's. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe das Gefühl, immer irgendwie mache mich da komplett zum Affen. Aber naja. Das tut man nicht alles, damit Menschen Sport machen. So, ziehen wir uns wieder um. Genug geschwitzt. Schwitzen eh alle bei diesen Temperaturen schon genug. Jetzt stellen wir wieder den Lagerschrank auf. Und packen das Sportoutfit weg. Das ist super, da muss ich nämlich nicht immer alles einzeln anklicken. So, dafür gab es auch Punkte. Und dann, wie soll es auch anders sein, gehen wir zum Abschluss. Ein Käffchen trinken, weil man muss danach immer noch eigentlich einen Shake trinken. Und den trinkt man meiner Meinung nach natürlich Eiweißanregung und ich habe keine Ahnung davon. Aber jedenfalls, der einzige Grund, warum ich immer so einen Shake getrunken habe, ist, wenn man sich danach noch zum Quatschen trifft. Als ich noch im Fitnessstudio war. Das ist schon ein bisschen her. Aber ja. Da konnte man nämlich danach immer noch ein bisschen ratschen. So, wir gucken nochmal auf Facebook. Nichts passiert. Na gut. Ja. Oh ja, Taubenmilch. Ich kann es immer wieder sagen, ne? Er ist einfach so goldig. Extra für dich aufgebrüht, lass sie dir schmecken. Oh, das ist sehr lieb von dir. Es muss der Zauber der Taubenmilch sein, der den Kaffee so sanft und wohlschmeckend macht. Und ich habe eine Nachricht gekriegt. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Oh mein Gott. Wir haben schon den Dodo-Code. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Okay, los geht's. Mir die ganzen Rüben hier noch einsammeln. Oh mein Gott, ich bin völlig überfordert. Schnell! Schnell zu den Rüben. Okay, schnell alles ablegen. Oh mein Gott. Ablegen. 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 Okay, die müssen wir jetzt hier pflanzen. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Okay, und er hat auch geschrieben, also in dem Facebook-Post stand, es ist erwünscht, etwas
mitzubringen. Also ja, es ist nicht nötig. Aber ganz nett. Ich glaube, wir lassen dann einfach ein bisschen Geld da. Ich habe jetzt auch gerade ehrlich gesagt mit der Aufnahme eigentlich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Aber genau, ich glaube, Geld kann man immer gebrauchen. So, okay, wir haben alle, glaube ich, oder? Ja. Okay, auf zum Flughafen. Da lang geht's schneller. Huhuhu. Schnell! Hier rein! Wir haben eine Mission! So. Ich glaube, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich das alles eingetippt habe. Okay? Bis gleich. So, ich möchte dorthin. So, hoffentlich können wir jetzt auch direkt losfliegen. Ich habe keine Ahnung, da ist bestimmt mega der Ansturm. Dann kann es losgehen. Oha, okay. Sehr cool. Ich bin ja immer so aufgeregt, wenn man irgendwo hinfliegt, wo man jemanden nicht kennt und so, gar keinen Kontakt hat, bin ich immer so nervös, ob ich alles richtig mache, ob ich die richtige Emotion nutze und eigentlich ist es völlig egal. Aber ja, ich bin da ein bisschen. Ja, ich mache mir da ein bisschen viel Gedanken über sowas. Okay, es sieht aber echt süß aus da. Oh, er hat alles eingezäunt. Okay. Sehr cool. Er oder sie? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube er. Also die Nachricht kam auf jeden Fall von einem er. Oh, ich hänge fest. Ah, da. Wir sagen, oh. Wir sagen nichts, weil es kommt jemand. Okay. Vielleicht geht auch keiner. Okay. Na gut, dann ja. Hoffe ich, dass ich gleich wieder auf Play drücken kann. Einen Moment. So, also da sind jetzt zwei Leute angekommen. Und ich will eigentlich Hi sagen. Zwei gegangen und zwei Leute angekommen. Und jetzt gehen wir auch mal durch die Röhre. So. Scheint so ein Selbstläufer, ne? Ich habe jetzt keinen gesehen. Ist jetzt gleich mal auf der Insel irgendwo ein bisschen Gold verstecken, wenn wir gehen. Ach so, hier ist noch jemand. Okay. Oh, da sind wir vorbeigerauscht. Schaut an, schaut an. Sehr cool. Was gibt's denn hier? Oh, ein hübsches Surfbrett. Sollen wir das mitnehmen? Können wir gerade eh nicht, glaube ich, wenn die beide beschäftigt sind. Ja, okay. Also, jetzt sind wir dran.
Was können wir für dich tun? Ich will deinen Rübenpreis erfahren. 604 Sternis. Moment, davon will ich eigentlich ein Foto machen. So, Foto macht man, ich glaube hier. Ja. Ich will was verkaufen. So, jetzt alle schnell markieren. Da fliegt nämlich bestimmt gleich jemand ab. Okay. Ich rechne das kurz durch. 2,3 Millionen, das ist schon nicht schlecht. Hier, bitte beende das Gespräch. Habe ich. Ist gut, dann wird es gleich gespeichert. Wir sehen uns gleich. So, also jetzt, aber nach jetzt schnell, schnell zurück. Es kam gerade auch noch jemand angefahren. Jetzt gucken wir mal, ob wir jemanden sehen. Mist. Ich glaube, die Dame in Blond ist es, die da sitzt. Da lasse ich jetzt dann, gut, wenn die jetzt zu zweit ankommen. Einer ist, glaube ich, auch noch auf der Insel. Wenn ich richtig mich erinnert habe, müsste eigentlich einer noch drauf sein. Eine, die mit der Schleife im Haar, die vorher verkauft hat vor uns. Soweit ich weiß, ist die noch auf der Insel. Aber das war ja jetzt eben nicht das blonde Mädchen, die da saß. Ja. Jetzt müsst ihr euch das leider mit mir antun. Ich drücke jetzt nicht mehr auf Pause. Wahrscheinlich, aber wenn die abreißen, dauert es ja nicht ganz so lang. Und ich habe auch kein, also theoretisch habe ich kein Problem damit, ewig zu warten. Aber in der Aufnahme ist es halt immer ein bisschen blöd. Aber gut. Ich meine. Alle haben Sonnenbrillen auf, ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich mir doch meine Sonnenbrille zulegen. Mist, ich habe die gerade eben verkauft, oder? Naja, nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt würde ich gerne einmal meine Freude ausdrücken. Und dann hier ein bisschen Geld ablegen. So. Die hat sich gefreut. Sehr gut. Ich hoffe, das war sie auch. Sagen wir nochmal Danke. Oh ne, da muss ich drauf drücken. Das ist nicht mehr so in meinem. Okay. Und jetzt fliegen wir zurück. Mal gucken, ob wir zurückfliegen können. Nein. Dann gehen wir erstmal hier rein. Aber dann, glaube ich, verabschiede ich mich jetzt hier von dir. Ich fliege jetzt einfach nur noch zurück oder ich versuche es einfach nur noch zurückzufliegen und wünsche dir hiermit einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video guckst und oder geguckt hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen auch. Bis dann. Tschüss.